Hallo, wir wollten euch ja auf dem Laufenden halten, wie es bei uns so weitergeht. Das möchten wir euch in dem heutigen Video gerne erzählen. Wir sind heute im Palmengarten von Elche. Wir sind Ralf und Rosa von Talkroomy. Zunächst Intro ab. Ja, wir hatten ja die Tage schon mal ein Video eingestellt zum Thema Umzug ins Wohnmobil, wo wir unsere Gedanken so dargestellt haben. Das Video haben wir auch nochmal verlinkt da oben. Und da hatten wir euch ja so die Gedanken mitgeteilt, die uns so in den ersten Campingwochen hier durch den Kopf gehen. Und heute wollen wir halt nochmal euch da auf dem Laufenden halten, nochmal ein bisschen erzählen, was hat sich in der Zwischenzeit getan. Was gibt es an neuen Gedanken und was passiert bei uns da so? Ja, ich muss auch sagen, wir hatten auch sehr schöne Kommentare von euch, die uns tatsächlich weitergeholfen haben. Ja. Vielen Dank. Sehr interessanter Austausch, ja. Ja, und daraufhin haben wir entschieden, dass wir jetzt das Jahr 2023 nutzen werden, um in Ruhe eine Entscheidung zu treffen. Da wollen wir uns ausprobieren, wir wollen mal schauen, wie ist das so, wie viele Tage sind wir überhaupt mit dem Wohnmobil unterwegs. Mhm. Ganz viele Entscheidungen, die da reinfallen werden, und das hat natürlich auch was mit Emotionen zu tun. Da sind wir am Anfang, glaube ich, sehr von geleitet worden. Sind wir wahrscheinlich immer noch. Ja, mhm. Ja, und das hat uns auch zu der nächsten Entscheidung verholfen, weil ich ihn gefragt habe, ja, sag mal, kannst du dir überhaupt vorstellen, jetzt nach Hause zu fahren? Und wie fühlt sich das eigentlich für dich an, dieser Gedanke, wir fahren jetzt? Und ich habe gesagt, das fühlt sich nicht gut an. Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist natürlich, in Deutschland ist Winter. Das ist schon mal das erste große Problem. Ihr seht, wir haben hier blauen Himmel, Sonnenschein. Das erste Problem ist also Kälte. Stehen wir beide nicht so drauf. Schon mal das erste Problem. So, das zweite Problem ist einfach, dass man irgendwie, ich will nicht zurück, um ehrlich zu sein. Deshalb haben wir, wie meine Frau gerade sagte, verlängert. Genau, wir haben den Aufenthalt in La Marina um einen weiteren Monat verlängert, weil einfach dieses Gefühl aufkam, ich will nicht. Wir wollen nicht. Ich will nicht. Und wir sind eigentlich Menschen, wir reisen sehr gerne. Mhm. Und wenn wir unterwegs sind, gucken wir uns auch vieles an. Wir haben uns jetzt für ein paar Tage ein Auto gemietet, um auch hier noch ein bisschen rumzufahren und Städte und Dörfer zu entdecken. Ja. Und wollen immer wieder zurück zum Wohnmobil. Ja, also so kurz waren unsere Ausflüge noch nie wie jetzt. Wir sind echt froh, wenn wir wieder im Wohnmobil sind, wenn wir da in unserem Campingstuhl sitzen können in der Sonne. Das sind so Gefühle, die kannten wir nicht. Und das macht uns gerade irgendwie so ein bisschen, zerreißt uns ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, vielleicht könnt ihr uns auch dazu noch Kommentare schreiben. Ist das normal? Bleibt das so? Ein Feedback geben. Ist das jetzt, weil das alles neu für uns ist? Ein Kommentar war zum Beispiel, dass auch im Wohnmobil und auf dem Campingplatz irgendwann so ein gewisser Alltag einkehrt und auch Fehler, die man macht, dass dann irgendwann eine Routine aufkommt. Aber bedeutet Routine wirklich was Negatives? Ist das die Routine, dass die Handgriffe dann einfach gut sitzen, oder ist die Routine wirklich die Routine auf dem Campingplatz? Wir wissen das momentan nicht. Wir machen die Sachen tatsächlich gerne. Sehr gerne. Komischerweise sogar Dinge gerne, wie zum Beispiel den Abwasch, den ich zu Hause nicht gerne mache und auch die Spülmaschine habe. Also da würden wir uns wirklich über eure Kommentare freuen. Wir sind erstmal sehr glücklich mit unserer Entscheidung, dass wir den Aufenthalt hier verlängern um einen Monat. Und für alles andere lassen wir uns erstmal ein bisschen Zeit. Ja, und wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir werden immer mal wieder ein Video einstellen zu unseren Gedanken, die wir so haben. Und genießen jetzt erst noch mal weiter die Zeit hier in Spanien. Also, bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.